Sie werden Sophia und die Auszeit genommen. Nach 11 Minuten 50, die gespielt sind, vom Rostocker Handballclub. Nach der Auszeit wird jetzt das Spiel fortgesetzt. Da hat man auch sicherlich versucht, ein bisschen den Schwung rauszunehmen, den die Schweriner gerade aufnahmen. Und jetzt versucht man ein wenig die Feuchtigkeit von der Platte zu nehmen, damit sich dann keine Spielerin verletzt. Ein wenig. Netze von der Decke gekommen, wie es aussieht. Ach, nein, doch nur Wasser aus der Flasche. Aber Problem erledigt. Die Stelle ist wieder trocken und wir können das Spiel fortsetzen. Hat Heinke Glück, hat sich spekuliert und bekommt den Ball nicht. Und er winkelt von außen viel zu spät und da ist sie schon vorne, die Lilly Roloff. Aber dann der Wurf gegen den Pfosten. Und er hat Maria Heinke schön aufgepasst von der Nummer 3. Und davon, den zum zweiten Mal verwandelt, ihr fünfter Treffer in diesem Spiel zum 8:4. Das war Fuß vom Rostocker AC und er schläft hinten noch. Klasse Pass von Heinke. Auf wieder rein. Einmal schön durchgespielt, aber jetzt ist etwas der Schwung raus bei Grün-Weiß. Und das ist eigentlich gut, dass es jetzt den Freiwurf gibt, um wieder schnell anzulaufen. Ich bin ja jetzt mit zwei Kreisen. Haben sie etwas die Möglichkeiten genommen, das haben sie mir jetzt mit zwei schnellen Pässen gut gelöst, in die Lücke gestoßen, in die Lücke gegangen, lass das Anspiel, auch wenn die Rostocker dann wieder festmachen. Schönes 1 gegen 1, das hat sie sich klasse durchgesetzt. Eileen Lück mit ihrem ersten Treffer in diesem Spiel zum 9:4. Den Ball haben sie wieder. Konter sicher verwandelt. Paula Mönnig. Macht und
hat sie sich den Ball sauber geholt. Und Abwurf. Der Winkel war sehr, sehr spitz für Nele Herrmann. Es bleibt beim 10-4. Das war sehr gut gespielt. Heinke auf Petterei, die den Ball in der Gegenbewegung mitnimmt. Zum 11-4 für Grün-Weiß-Schwerin. Die wir sehr, sehr gut aufspielen. Jetzt lassen sie aber eine große Lücke und das Tor zählt nicht. Es gibt gelbe Karte gegen Marlena Bartelsan. Und 7 Meter für Rostock. Und Franziska Regung gehalten von Jane Petterreit. Es bleibt also beim 11-4. Also große Lücke, Schrittfehler. Ja, da hat sie so viel Platz gehabt. Da hat sie das Tippen vergessen, das Aufprallen. Oder frühzeitig den Wurf zu suchen. Pfostentreffer. Jetzt von Lilly Roloff. Und das ist gar nicht, oh, da ist eine große Lücke und die nutzt sie. Und Gefert war die Abwehr in die Gegenrichtung unterwegs. Dann war die Lücke groß. Und Franziska Rick scheitert erneut an Rattensperger. Bei Schwerin wird jetzt wieder durchgewechselt an ihr Wünsch. Jetzt auf der Position, wo vorher Paula Mönnig war. Und diese ersetzt auf der Seite Maria Heinke. Jetzt der Ballverlust und Franziska Rick über das Tor. Auch im Kreis hat es den Wechsel gegeben. Hanna Charlotte Riese. Jetzt am Kreis. Scheint er mit dem ersten Wurf bekommt den Freiwurf. Und Franziska Rick
hat sich da wehgetan, bekommt jetzt eine Pause. Lena Litbursky kommt dafür ins Spiel. Stürmerfoul entschieden. Durch den Kreis gelaufen. Und dann ist Abwurf. Ja, da fällt den Rostock ganz zu wenig ein. Und die grün-weiße Abwehr steht heute auch gut unterstützt von einer guten Torhüterin. Ali Lück, jetzt noch mit der gelben Karte. Nach nun knapp 22 gespielt Minuten. Er hat 5 Gegentore, der Ball war zwar drin von Nele Herrmann, aber übertreten. 5 Gegentore, das spricht für eine sehr gute Abwehr. Das war ein schönes Zusammenspiel zwischen Wünsch und Mönnich. Mönnich mit ihrem dritten Treffer zum 12:5. Gibt es 2 Minuten gegen die eben verwarnte Eileen Lück. Und die Klare. Der Trainer nimmt sie nochmal beiseite. Ruhig auf sie ein. Was sie da verkehrt gemacht hat und das Tor für Tabea Zippel. Zum 12:6. Okay. Der Ball ist weg. Und jetzt 1:10 vor Ende der ersten Hälfte. Haben wir die Chance für Rostock hier noch auf 5 Tore zu verkürzen. Man hört es von den Eltern gerade schön die Überzahl ausspielen. Und da ist die Lücke. Und wieder übertreten. Da muss man den Rostock definitiv noch dran feilen. Also übertreten am Kreis. Oder durch den Kreisläufer, weil man durch den Kreis läuft. Kostet sehr, sehr viel.